Und damit willkommen zurück zu Vertigo. Wir haben einiges rausbekommen und gefunden im letzten, der letzten Episode. Und jetzt schauen wir mal. Die beiden haben langsam eine Beziehung. Und wir haben eine Leiche. Achievement Restaurant. Aber das Problem ist, ich habe leider auf dem Bild, ich muss echt nochmal das Replay angucken, nicht das Gesicht erkannt. Ist es das Gesicht von Faye gewesen oder doch von einer anderen Person? Weil die Easter-Kanne fehlt auch noch. Und jetzt kommt langsam eben der Film zum Tragen. Vertigo. Aber ich rede gleich mal, wenn wir die Chance haben. Okay, das ist der Fahrer. Ja. Genau, wir haben ein Bild von dem Da Fahrer kommt er gehabt. ja. Schön vorsichtig, altes Haus. Schon wieder zu spät, Anderson. Hatte eine harte Nacht. Okay. Harte Nacht. Vielleicht ein Kind zu Hause? Wenn das noch einmal passiert. Wird's nicht. Ich häng den Anhänger an und bin sofort wieder weg. Gib mir mal die Route, Boss. Oh Gott. Heute gibt's keine Routen, Mr. Dennison. Das County möchte Sie für Ihr gutes Werk als guter Samariter am 20. September Klar. auf der Brody Canyon Bridge mit einem exklusiven Besuch auf dem Polizeirevier belohnen. Mistkerle. Adam steht hoffentlich da. Dankeschön. Ich bin Amerikaner. Ich habe Rechte. Und Linke. Vollkommen Hat richtig. er? Ich schon. Und jetzt fehlt mir ein Fahrer wegen dem County. Angeln wir Sonntag? Ich hol die Köder. Tja, hat er harte Nacht gehabt? Ist wirklich die Frage, hat er Alkohol getrunken oder hat er doch ein Kind zu Hause, wodurch er nicht schlafen kann? Ich bin Amerikaner, aber diese Ausrede, ja, ich bin Amerikaner und deswegen kannst du keinen Fehler machen. Normalerweise spielt in solchen Fällen mein Assistent den guten Bullen und ich den bösen Bullen. Aber da wir heute leider keinen so guten Tag haben, muss ich beide Rollen übernehmen. Also, Sie haben die Wahl. In welcher Rolle wäre ich Ihnen lieber? In der Rolle als Bohnenfresser. Bohnenfresser. Arschloch. Ich wähle. Wir wissen, dass Sie in einer echt üblen Sache verwickelt waren. Wenn Sie mit mir zusammenarbeiten, passiert Ihnen nichts. Ich werde Ihnen das ganze Leben versauen. Komm, wir machen es positiv. Wenn Sie kooperieren und uns sagen, was alles auf dieser Brücke passiert ist. Tja, ich kann Ihnen nichts versprechen, aber kann gut sein, dass man Sie in Ruhe lässt. Könnte wirklich sein. Hab nicht die Bohne Ahnung, was ich Ihnen da erzählen soll. Verstehe. Okay. Was haben wir denn, Handy? Nach Dennisons suchen? Überraschend, dass Sie noch gar nicht damit kamen, erst Ihren Anwalt sprechen zu wollen. Ich rede nicht mit Anwälten. Okay. Ich kann ja reden, wenn Sie wollen. Das sind alles Rechtsvertreter. Hey, was machen Sie mit meinem Handy? Ihnen Mühe ersparen. Ich habe Rechte. Ja, aber du brauchst einen Anwalt, um sie vertreten zu lassen. Anwälte. Das ist illegal. Ich zeig's dir an. Dafür brauchen Sie einen Anwalt. Gibt es Favoriten in Ihren Kontakten? Verdammter Wichser. Ich versuch's weiter. Ich hätte sogar ein paar Kandidaten direkt parat. Faye Thompson, The Golden Blonde. Verrücktes Miststück. Hey, wie geht's, Lieblingskunde? Verhaftet. Sheriff Reyes hier. Und wer sind Sie? Oh, Tom DiLucci, Besitzer von The Golden Blonde. Was hat er angestellt?
Warum ist er denn Ihr Lieblingskunde? Ja, klar. Ich helfe der Polizei immer sehr gerne, Sheriff. Er ist schon länger Stammgast, aber er hat kürzlich richtig viel Geld für Bräute und Drinks dagelassen. Aha, viel Geld. Wie viel hat er denn ausgegeben? Was meinen Sie mit viel Geld? Fast 10 Riesen. Wenn er es geklaut hat, ich weiß nichts. Meinen Kunden ist's lieber, wenn ich nichts frage, okay? Verdammter Verräter. Wir melden uns, Mr. DeLucci. Das war doch schon mal interessant. Was gibt's denn noch? Faye Pumpson. Hallo? Sheriff Ray ist hier. Warum ist diese Nummer in Barry Dennisons Kontaktliste? Barry wer? Oh, der sah in der App normal aus. Er hat seine Nummer nach dem ersten Date gelöscht. Miststück. Danke, Miss Thompson. Jemand wird sich in Kürze melden. Na, sprichst du jetzt mit uns? Verrücktes Miststück, ist eine schön eingesparte Nummer. Ah, das Smartphone, was wir gefunden haben. Was glauben Sie, wer das ist? Oh, Junge. Da scheint doch glatt jemand namens Hirnloser Loser Barry sein verrücktes Miststück anzurufen. Okay, da noch Verbindung. So, was haben wir denn noch? Die Mütze. Wir haben die Mütze unten im Brody Canyon gefunden. Wollen Sie abstreiten, dass es Ihre ist? Muss runtergefallen sein, als ich jemandem das Leben gerettet habe. Ich fand sie über 200 Meter von da entfernt, wo Sie Miller festhielten. Es war halt windig, verdammt nochmal. Stimmt, ein wenig. Aber es wehte in die andere Richtung. Hm. Wir finden Ihre Mütze, wo sie nicht sein sollte. Ihre Nummer, wo sie nicht sein sollte. Vielleicht sollten wir die Spielchen sein lassen, ne? Sheriff, ich will... Ich habe die Leiche Ihrer feinen Freundin drüben in der Leichenhalle. Und guter Bulle hin, böser Bulle her. Sie stehen hier unter Mordverdacht. Aber ich... Sie sprang. Von Anfang an, Dennison. Sie sprach mich bei Lawrence an. Ich dachte, ich könnte mal wieder einen wegstecken. Sie hat mir 200 Mücken Vorschuss gegeben und 10 Riesen für den Fall versprochen, dass ich hier bei einer total, total legalen Sache helfe. Ich sollte einige Tage später an der Brody Canyon Bridge sein, so um 4.30 Uhr. Und das ganze Geld hat er dann gleich wieder in der Bar weggesoffen? Was, Trottel. Okay, jetzt lernen wir also kennen, was sie ihm versprochen hat. Er darf nicht seine Tatsache trotzdem mal wissen. Tatsache, dass ich trotzdem mal wissen möchte. Bild von Faye, wir haben es auf Handy gefunden, vergleichen mit dem Todesopfer, vergleichen mit Esther. Rache. Der psychopathische Geist, der Folter und Missbrauch erlitten hat, ermordet nur hinderliche Randerscheinungen. Die drakonischeren Strafen hebt er sich für seine eigentlichen Opfer auf. Jenseits des Mordes, Psychopathie und die vielen Gesichter der Folter. Julia Lammers. Immer diese Brücke, ey. Okay, Faye. Auf dem Beifahrersitz ist Ed. Wo ist das Kind? Sie hat Handschuhe an. Blinker. Also, Lichttube. Es braucht einen starken Typen. Ich
Ist das etwa eine Leiche? Lass mich da raus, Kleine. Bist du sicher, dass ich dich da rauslassen soll? Glaubst du im Ernst, ich könnte jemanden umlegen, der pennt? Sozusagen. Ich will ihm nur ein wenig Angst machen zur Strafe. Was? Was hat er dir denn getan? Zu viele Fragen. Ein Dieb ist das. Der hat mich missbraucht. Er hat mich missbraucht. Überzeugend. Aber ich will nicht darüber reden. Oh, klar, ja. Okay. Also, was soll ich machen? Warten. Ach, die aus dem Auto holen, Kofferraum leeren, Mord anhängen, betrunkenen Fahren anhängen, Spuren von mir und Jenny aus dem Auto beseitigen, Wecker an dem LKW. Oh Gott, sehr viel. Okay. Wir sehen uns in der Klapsmühle, Schätzchen. Oh, viel Liebe ist nicht dabei. Bewegen. Okay. Sie wirkt zielisch, aber das muss ja nicht sein. Natürlich bauchfrei, muss natürlich alles körpertot sein. Na gut, okay, sie muss dann Männerkleidung anziehen, von daher muss sie ihn bitte diese Schweres darunter tragen. Okay, liegt einmal stabil. So, da leeren wir mal den Kofferraum. Aber ich meine, sie kann ja trotzdem ein paar Haare verloren haben. Soll es nicht aufhören, wenn da doch im Auto Haare gefunden werden, dann sagen sie sich, na gut, wenn du aus der Höhe fällst, ist alles, kannst du alles mögliche im Auto haben. So, wir haben jetzt das erledigt. Müssen wir irgendwie vorne am Auto was machen, hinten am Auto haben. Hier. Was? Waffe? Ach, ich kann es leider nicht sehen. Nochmal langsam, bitte. Dreh dich mal ein. Mittel. Handschuhfach. Waffe weglegen. Bei gewissen Spielen wäre es vielleicht die falsche Reihenfolge gewesen. Es hätte das Blocker was mit uns gemacht. Rückbank überprüfen. Ach, die Spielzeugfigur. Hätte ich auch damit zusammengebracht werden können. Gut, was haben wir hier noch? Die Tasche. Da haben wir die Option Flasche herausnehmen, Spritze rausnehmen. Ein bisschen Alkohol. Keine Spur von irgendwelchen Babys oder dieser Fay. Okay, da müssen wir ihm noch ein bisschen Alkohol geben. Hier, nimm einen Schluck. Hä, aber Alkohol im Blut ist was anderes, anstatt mit Alkohol beträufelt. So, das haben wir jetzt mit der Spritze rausnehmen. Spritze. Eine spitze Spritze.
Nicht ich. Nicht jetzt. Was ist das? In deiner Hand oder deine Vene? Deine Hand und deine Vene. Okay. So, wir müssen den LKW-Fahrer noch bezahlen. Ist eine Menge Geld. Wenn du das verrätst, egal wem, wirst du es nicht mehr ausgeben können. Harter Typ, aber sie ist auch ganz schön. Was hat er ja angetan, angeblich? Okay, den Wahnsinn treiben. Leerlauf. Da soll er nicht mithelfen. Hey, komm her. Na los. Komm schon. Schieb, schieb. Das Auto. Schieb, schieb. Ah. Das Auto, das Katze ist rausgesprungen. Katze ist überlebt. Oh, ist okay. Ey, Scheiße, das vergiss sie. War meine. Warte hier. Die Beats vorm Auto. Okay. Achievement Canyon übrigens. Okay, sie hat das so alles erledigt. War auch kein Kind mehr dabei. Ihre Ausrüstung. Am Fundament. Spider-Man? Okay, den Rinnen verrillen vielleicht, aber warum hat sie sich nicht von der Brücke abgeseilt und das gemacht, was sie wollte? Hat sie am Ende die Mietzi überrascht oder sowas und sie ist wegen der Katze hat sie erschreckt und ist runtergefallen? Ich meine, wenn sie an der Brücke, hast du doch, klar, du musst dann vertikal, horizontal was überwinden, aber es ist doch nicht so viel. Ist das nicht einfacher? Es gibt bestimmt Möglichkeiten, das diesen Knoten wieder zu lösen. Aber sie kann super klettern. Muss man immer lassen. Für eine nicht so. Sie hat vor nicht so allzu langer Zeit ein Kind gekriegt. Muss man ja auch mal. Darlegen. Damit kriegt er die Spritze jetzt ab. LKW-Fahrer geht schnell zum LKW. Er wird aufwachen.
Er darf dich nicht sehen. Er wird in meine Richtung kommen. Folge ihm. Dad? Okay. Geh vom Rand weg. Pass auf, dass er sich nicht umbringt. Loslassen! Lass mich los! Ruf dann die Polizei und melde einen Selbstmordversuch. Oh, ja. Ich bin auf der Brody Canyon Bridge. Ich hab gerade... Ich hab nur... Typen das Leben gerettet, der runterspringen wollte. Und die sind gekommen. Und das war's. Ja. Wissen Sie was, Dennison? Ich glaube Ihnen. Also bin ich... Sauber? Unschuldig? Wie konnten Sie nur den Teil mit dem Baby auslassen? Welches Baby? Was? Wieso? Ich frage mich nur gerade, sie hatte das am Fuß gebunden, aber ist sie da nicht... Würde sie nicht erstmal kurz drunter hängen oder der Position, wo sie ihre Sachen hat, dann müsste sie sich hochziehen. So sah es aus, als würde sie gleich wieder stehen, als würde sie einfach nur... Der Sprung ist irgendwie seltsam, aber egal, wird sie irgendwie hinkriegen. Tut mir leid, ich lasse sie immer warten. Harley hat mir noch die Akte Horowitz ausgedruckt. Wessen Akte? Lisa E. Horowitz. Eine der drei Frauen, die bei Wongs einen Wagen gemietet haben... kurz bevor Faye bei Miller angetanzt ist. Und aufgrund ihres Alters passt nur sie auf unsere Leiche. Ich habe Harley um mehr Details zu ihr gebeten. Wir können uns das ansehen, wenn Sie wollen. Und ich dachte, sowas passiert nur im Film. Willkommen in meinem Leben. Möchten Sie noch einen Blick auf das Brett werfen, bevor Sie das lesen, die Ermittlungen nochmal durchgehen? Wie geht's, Brett? Nur zur Sicherheit schaue ich's mir lieber nochmal an. Okay. Wo fangen wir an? Die Brücke. Wir wissen, dass sie letztes Jahr am 8. Oktober zu Hause bei Miller aufgetaucht ist, mit ihm geschlafen hat... und wieder verschwunden ist. Nur um ein Jahr später wieder mit einem Kind, Jenny, aufzutauchen, der angeblichen Tochter Millers, den sie wochenlang als dessen Mutter verkleidet, mit Drogen vollgepumpt hat. Ihr Motiv? Rache. Nach dem, was sie Dennison erzählt hat, hat Miller sie missbraucht. Meinen Sie, das könnte stimmen? Ed hat Angst, sich auf einen Partner einzulassen. Vielleicht wegen seiner Familiengeschichte. Aber er verhält sich nicht wie jemand, der andere missbraucht oder gar vergewaltigt. Wobei das größte Rätsel für mich ist, warum ging ihr Plan nach hinten los? Sie ist ausgerutscht und das war's? Hat sie sich gerächt und dann einfach Schluss gemacht? Oder was übersehen wir?
In der Tasche, die wir unter der Brücke entdeckt haben, war ein Herrenanzug, den Faye trug, um wie John Miller auszusehen, der sich durch einen Sprung von eben jener Brücke das Leben genommen hatte. Dort war auch ein Neuroleptikum, mit dem Ed Miller vermutlich betäubt worden ist. Kletterausrüstung. Und der Schlüssel zu einem Fahrzeug, das wir erst noch finden müssen. Vielleicht war es ihr Fluchtauto. Mag sein. Faye hat ihm $10,000 gegeben, damit er ihr beim letzten Teil ihres Plans hilft. Zusammen haben sie Eds Wagen in den Canyon geschoben. Später hat sie sich als John Miller verkleidet, gewartet, bis Dennison Ed aufgeweckt hat und dann so getan, als würde sie von der Brücke springen. Doch sie trug einen Klettergurt, in den ein Seil gehakt war, versteckte sich unter der Brücke und steckte die Verkleidung und die Kletterausrüstung wieder in den Seesack. Während Dennison in der Zwischenzeit Ed am Springen hinderte und die Polizei rief. Was passiert, nachdem sie sich umgezogen hat? Das ist die wichtige Frage. Ich bin immer dafür, die Katze hat was gemacht. Faye stellte absolut präzise den Unfall nach. Ach komm, aus dem Raum. Indem Eddie Miller starb. Wie auch ihre Tochter. Ed Miller behauptet, dass seine Tochter, die neue Jenny, in dem Wagen gewesen sei. Doch der einzige Beweis für ihre Existenz ist ein Foto, das wir auf Fays Handy entdeckt haben. Zudem wollte Faye ganz sicher gehen, dass Ed der Mord angelastet wird. Also deponierte sie eine Waffe im Auto. Genau die Waffe, durch die Samuel Franklin starb. Und eine Flasche Whisky. Denn das hatte auch John Miller vor seinem Selbstmord getrunken. Das Miller's Haus. Miller's Haus ist dort, Car Crash. Die Ranch der Franklins ist praktisch ein einziges Funkloch. Also hat jemand ihre Telefonleitung gekappt, damit sie von der Außenwelt abgeschnitten sind. In der Nacht, in der Samuel Franklin ermordet wurde. Nur wenige Stunden bevor Dennison die Polizei rief. Und behauptete, Ed Miller habe versucht, sich auf der Brody Canyon Bridge umzubringen. Wir haben Gewissheit, dass die Kugel, durch die Samuel Franklin starb, aus der Waffe stammt, die in Millers Wagen gefunden wurde. Und von der wir nun wissen, dass Faye sie dort deponiert hatte. Es ist kein Geheimnis, dass sie Miller was anhängen wollte. Also könnte sie die Mörderin sein. Aber warum hat sie ihn umgebracht? Was hat Franklin getan? Was wusste er? Ganz ehrlich, nach 4 Tagen Suche, so langsam gebe ich die Hoffnung auf. Ich will wirklich daran glauben, dass sie noch am Leben ist. Aber... Etwas sagt mir, dass wir sie finden werden. Ich hoffe es. Danke. Okay, damit haben wir alle Punkte hier abgearbeitet. Also, ich muss sagen, für mich ist das ziemlich klar. Schauen wir uns die Akte an. Großartig. Das ist Lisa Horowitz, an dem Tag, an dem sie in Yale ihr Psychologiestudium abgeschlossen hat. Als Jahrgangsbeste. Fällt Ihnen dazu was ein? Obwohl das Foto etwas ausgeblichen ist, liegt es auf der Hand, dass es die gleiche Person sein könnte. Faye hat Ed erzählt, sie habe gerade ihren Abschluss in Psychologie gemacht. Also scheint das zu passen. Ihr Studium könnte erklären, woher sie wusste, dass diese Droge auch wie ein Narkotikum wirkt, oder? Mag sein. Mal sehen, was in den Akten steht. Tochter von Peter und Marlene Horowitz, obere Mittelschicht,
Die hatten Geld. Sie starben beide, als Lisa noch klein war. Sollen wir das Bild ans Brett heften oder mit dem nächsten weitermachen? Ich kann da einige Zusammenhänge erkennen. Sie sind der Boss. Tote Eltern. Warum sind sie gestorben? Das wäre schon interessant. Ich denke, die gesellschaftliche Stellung ihrer Familie erklärt, warum der 23-Jährige jemandem wie Dennison $10,000 geben konnte. Also bei allem, was sie offenbar schon verbrochen hat, würde es mich nicht wundern, wenn sie sich auch das Geld auf anderem, weniger legalem Wege beschafft hätte. Wie sind ihre Eltern gestorben? Sie könnte sie ja... Nein. Krebs, Dickdarm und Speiseröhre in einem Zeitraum von 2 Jahren. War aber kein Arzt, oder? Also weder die Mutter ist Arzt, noch Ed. Oder? John meine ich. John war nicht Arzt, oder? Ne. Seine Eltern starben, als er noch ein Kind war. Hm. Wie auch bei Ed. Jetzt zum spaßigen Teil. Nach dem Tod ihrer Eltern wurde sie depressiv. Selbstverletzung, Selbstmordversuche. Sie verbrachte mehrere Monate in einer psychiatrischen Klinik in New Jersey. Wahrscheinlich der teuersten an der Ostküste. Da klingelt was. Ich glaube, einer meiner Patienten war mal dort. Nur wer? In der Nacht vor Lisas Entlassung hat sich ihre beste Freundin aus der Klinik betrunken und ist vom Dach des Gebäudes gesprungen. Seltsam, dass sich ihre beste Freundin in der Klinik durch einen Sprung vom Dach umbringt und sie das gleiche Schicksal erleidet. Ja, vielleicht ist sie auch gesprungen. Vielleicht wollte sie es ihr gleich tun. Aber warum? Ist die Freundin vielleicht... Ich weiß nicht, ob der Vater vielleicht fremdgegangen ist. Der John, der ist mit einer Jüngeren. Ihre Freundin hatte sich betrunken. Unmittelbar bevor sie sich in die Tiefe gestürzt hat. Wie Millers Vater. Junge, warum ist das alles nur so kompliziert? War Ed Miller, nach allem, was ihm als Kind widerfahren ist, niemals in einer psychiatrischen Klinik? Nur beinahe, aber das wusste seine Tante Claire zu verhindern. Sie nahm ihn mit zu sich nach San Bernardino und verpasste ihm quasi eine Gehirnwäsche, die einen Großteil seiner Erinnerungen verbarg. Genau, das hatten wir ja schon vermutet, was ich selber gemacht habe, sondern von außen jemand war. Komisch, dass eine ehemalige Psychiatriepatientin ausgerechnet Psychologie studiert. Das ergibt Sinn. Einige meiner KommilitonInnen hatten einen ähnlichen Hintergrund. Manche studierten das Fach, um sich selbst besser kennenzulernen. Andere wollten etwas zurückgeben und Leuten helfen, die etwas Ähnliches durchgemacht hatten. Nach ihrer Entlassung ging Lisa zurück nach New York, wobei die Mutter ihres Vaters, Diane Horowitz, die Vormundschaft bekam. Nur um wenige Wochen später die Treppe hinabzufallen und sich das Genick zu brechen. Was machen wir jetzt? Ans Brett heften oder nicht? Meinen Sie nicht, dass der Tod Ihrer Großmutter ein zu großer Zufall ist? Ja, absolut. Was ist die Verwandtschaftsbeziehung? Was hat diese Frau eigentlich gegen Senioren? Warum betreibt sie so einen Aufwand, damit Miller am Leben bleibt? Aber legt seinen Nachbarn einfach so um. Das hier ist ein paar Jahre alt. Eine Kletterwand in ihrem Viertel in New York. Damit weiß man, dass sie gut klettern kann, das passt dazu. Noch ein Zufall. Keine Frage, Lisa ist unsere Fay. Was? Sie sind sich immer noch nicht sicher? Ich habe mich schon zu oft geirrt, um keine Zweifel mehr zu haben. Und das hier ist einige Wochen alt. Lisa Horowitz hat sich für eine Ausbildung als Psychiaterin bei der einzigen psychiatrischen Klinik in unserem County beworben. Und sie hat die Stelle gekriegt. Sie soll Ende des Monats dort anfangen, wobei ich daran zweifle, ob das noch was wird. Hm.
Warum sollte eine reiche junge Frau aus New York mit einer glänzenden akademischen Laufbahn in einer Klinik arbeiten wollen, die einen so bescheidenen Ruf hat und so weit weg von ihrer Heimat liegt? Tja, da muss es persönliche Gründe geben. Weil es in der Nähe von Ed ist? Der Arzt, der Ed im Krankenhaus betreute, bevor Robert Carrigan mich für ihn engagierte, war durchaus nicht abgeneigt, Ed in eine psychiatrische Klinik zu überweisen. Die psychiatrische Klinik, bei der Lisa sich beworben hatte, ist so gut wie sicher diejenige, in der Ed gelandet wäre. Wollen Sie damit sagen? Das war der letzte Teil des Plans, seine Psychiaterin zu werden und ihn zu foltern. Schauen wir uns mal Ihre Krankenakte an. Sie wog bei ihrer Geburt gerade mal 4 Kilo. Mit 11 wurde ihr der Blinddarm rausgenommen. Was ist? Das steht alles dort in diesem kleinen... Nein, glaube ich nicht. Blinddarm? Ich muss kurz telefonieren. Nur um sicher zu gehen. Pat? Hier ist Reyes. Erinnerst du dich an die Leiche von gestern? Die Blondine? Blinddarm? Ah, perfekt. Könntest du mir wohl sagen, ob sie eine Narbe hat, wie man sie nach einer Blinddarm-OP hätte? Bist du sicher? Okay. Danke, Pat. Ich kann's nicht glauben. Das muss sie sein. Das ist sie. Leider nicht. Nein, nein. Wir waren so nah dran. Tut mir leid. Das passiert ständig. Man glaubt ganz sicher, der Fisch hat angebissen und man braucht nur noch die Leine einzuholen. Aber in letzter Minute... Robert Carrington, irgendwas, ich hab's nicht lesen können. Ich würde mir deswegen jetzt keinen Kopf machen. Wir sollten uns mal ausruhen. Die auf den Mündern sind echt nicht so wirklich gut gelungen bei der Animation. Es war nicht mein Patient. Wer? Wovon reden Sie da? Wann genau wurde Lisa Horowitz damals entlassen? Wieso spielt das eine Rolle? Vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren. Wie war der Name ihrer Freundin, die sich das Leben genommen hat? Veronica Carrigan. Carrigan.